So, meine lieben Church-Freunde, wir sind live bei Church TV, es ist 16.26 Uhr. Immer noch selber Tag, 10. August 2019. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe gerade schön gegessen hier. Meine Mama hat mir einen Schnitzel gemacht und Salat und Kartoffeln. Ich habe mich alles geschafft. Und so, ich hier irgendwas getrunken. Shrubs, Fruity, Südrose, was nicht. Genau. Ich wollte euch jetzt mit einem Thema bei euch melden, was ein bisschen kompliziert ist und ein bisschen, naja, wirklich wahrscheinlich wieder polarisiere und Hasskommentare bekommen werde und irgendwelche nervigen Nachrichten. Egal. Ich lösche das, könnt ihr euch alles sparen. Ich sage hier im Internet, was ich will. Aber ich sage jetzt meine Meinung zu einem brandgefährlichen Thema, und zwar Prostitution. Ich gehe damit an die Öffentlichkeit, weil ich möchte ja ein Vorbild sein. Ein Vorbild sein für die Menschen, ein Vorbild sein für die Frauen und ich will auch im Jahr 2019 sind wir. In Deutschland, the place to be, wo es Freiheit gibt, Freedom, wo Prostitution nicht mehr irgendwie eine böse Sache ist, sondern wo das einfach, ist halt so, ist normal. Da gibt es jetzt ganz viele Menschen, die wieder sagen, die armen Frauen und so weiter. Ja, da gibt es verschiedene Meinungen. Ja, lass ich von mir aus, ja, gibt es verschiedene Meinungen und Ansichten und auch die Generationen sind da unterschiedlich, ältere Menschen und so denken anders darüber und man muss aufpassen, wenn jüngere Menschen wie Kinder und junge Frauen das sehen, dass sie da nicht manipuliert werden. So, ich sage jetzt aber meine Meinung und ich will das verbinden, wieder eine schöne Geschichte und ein bisschen Werbung machen oder eine Empfehlung abgeben zu einem bestimmten Etablissement in Berlin und zwar die Erlebniswohnung. Von Mustafa Effe. Das ist der Geschäftsführer und ein Freund von mir. Und ich kenne ihn persönlich. Wir haben ganz oft schon miteinander gesprochen und wir haben gerade eben auch nochmal telefoniert und geschrieben über WhatsApp. Und ich empfehle seine Erlebniswohnung. Warum will ich jetzt nochmal genau sagen? Wie ist denn das in Berlin jetzt zum Beispiel hier mit Prostitution? Ja, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, dann müsst ihr selber mal googeln, was das alles gibt hier in Berlin. Es gibt über 100 Puffe. Der berühmteste ist Artemis. Wisst ihr jeder? Kennt jeder? Riesending. Ja, mit teuer Eintritt, 80 Euro Eintritt und da kann man für 60 Euro Sex machen mit einer Frau. Ich wissen alle, ich sage es auch nochmal, ich bin sexsüchtig, Norman Specht, 34 Jahre alt, liebe Sex, ich habe mit ganz vielen Frauen Sex gemacht, ich war auch bei ganz vielen Prostituierten, das weiß jeder, weil ich einfach nicht genug kriege, ich bin sexsüchtig. Aber ich habe als Reiseleiter mit ganz vielen Touristinnen Sex gehabt. Ist halt so, man kriegt nicht genug, ich bin halt ein Mann. Ich liebe das, mit Frauen Sex zu machen, weiß jeder. Ich sag's aber jetzt nochmal. Könnt ihr mir so viele Hasskommentare machen, wie ihr wollt? Das ist einfach so. Ich war 100 Mal im KitKat. Ich liebe das, mit schönen, jungen Frauen Sex zu machen. Ist einfach so. Auch wenn ich jetzt mit Marina zusammen bin und sie schwanger ist, dann ist das jetzt halt so. Das ändert aber nichts an meinem Charakter. Oder dass ich irgendwie Lust habe, mit einer hübschen Frau Sex zu machen. Das ist halt geil. Ich sage, man lebt nur ein einziges Mal. Ich bin 34 Jahre alt. Viele Jahre habe ich nicht mehr. Noch 30 Jahre bin ich 64, bin ich ein alter Sack. Ein Opa. Wie lange werde ich denn noch Zeit haben, mit jungen Frauen Sex zu machen? Nicht mehr viel. Ja, und ich möchte mein Leben nutzen. Das kann jeden Tag vorbei sein. Ich sag's nur für alle. Jeden Tag kannst du vor die Tür gehen, rausgehen da, irgendwie raus. Gehst raus, passt nicht auf, kommt ein Auto und wirst du platt gefahren. Dann bist du tot. Versteht ihr das? Deswegen sage ich jetzt nochmal eine Empfehlung zu Mustafas Erlebniswohnung. Warum? Wie ist denn dir zum Beispiel, wenn in Berlin als Mann willst du Sex haben? Dann gehst du in irgendeinen Puff, gibt über 100 Puffs hier in Berlin, über 100 Bordelle. Ja, und dann kannst du für 35 Euro schon 20 Minuten lang Sex machen mit irgendeiner Frau. Und dann meistens läuft es so ab, du gehst dann rein in eine Sexwohnung oder in ein Bordell und dann kommen die Frauen einzeln vor, stellen sich 2-3 Sekunden vor, sagen, wie sie heißen. Und dann musst du dich als Mann dann für eine von diesen ganzen Frauen entscheiden. Innerhalb von ein paar Sekunden. Du kennst sie an, du siehst sie einmal kurz, wie sie aussieht, was sie anhat, welche Haare, Farbe sie hat. Und dann musst du sagen, okay, ich nehme jetzt die. Und dann ist das halt eigentlich total veraltet, total scheiße, weil für den Mann ist das scheiße, weil du kannst, du siehst die Frau nur einmal kurz und musst dann dich entscheiden, ob du mit der jetzt Sex machst. Und für die Frau ist das ja noch schlimmer. Die sieht den Mann ja auch nur einmal ganz kurz und muss dann mit ihm Sex machen. Und vielleicht will die das ja nicht. Und die macht es dann, weil sie das Geld haben will. Wieder mal dieses scheiß Geld. Und deswegen machen die Männer Sex. Aber eigentlich ist es voll unromantisch. Und auch nicht schön. Und viele Männer behandeln dann die Frauen auch nicht Sex. Die meinen dann 50 Euro oder so zu bezahlen oder 35 Euro. Und dann behandeln sie die Prostituierten oder die Frauen ganz schlecht. Das machen sehr viele Männer. Die meinen dann, sie bezahlen oder bezahlen so 100 Euro oder was. Und dann behandeln sie die Frauen richtig schlecht. Und die wollen das ja nicht. Und die machen es, die lassen es über sich ergehen, weil sie das Geld haben wollen. Und das ist doch scheiße. So, und damit möchte ich mit Change You
an die Öffentlichkeit gehen, dass sich das ein bisschen ändert, dass die armen Frauen oder die Prostituierten besser behandelt werden? Ja, das heißt, nur weil ich jetzt zum Beispiel 100 Euro bezahle für Sex, heißt das noch lange nicht, dass ich dann das Recht habe, die Frau schlecht zu behandeln. Das ist doch scheiße. Ja, man muss trotzdem nett und freundlich sein. Und deswegen empfehle ich jetzt die Erlebniswohnung. Und ich mache gleich mal einen Link. Ich mache einfach mal einen Link rein von der Erlebniswohnung. Warum? Weil das ist nämlich anders. Da gibt es auf der Internetseite von der Erlebniswohnung ein ganz klares Preismodell. Ja, und verschiedene, da gibt es zum Beispiel All-Inclusive. Ja, kannst du den ganzen Tag da sein. Für, ich weiß nicht, 100 Euro, das musst du nochmal nachlesen. Den ganzen Tag kannst du dich dort aufhalten. Du hast eine schöne Dusche, du hast eine Sauna, du hast Essen for free, Getränke for free und die hübschen Frauen, mit denen du da Sex machen kannst. Du hast zwar ganz deutlich keine Sexgarantie, aber wenn du dich nett und freundlich benimmst dort in dieser Sexwohnung, dann bekommst du auch Sex, wenn du nett bist zu den Frauen. Das ist halt das Schöne da. In der Sexwohnung oder Erlebniswohnung kommst du rein, kannst dich gemütlich umziehen, kriegst einen Bademantel und Badelatschen hast du dann da. Und dann kannst du erstmal dich in Ruhe dort aufhalten. Mal allen Angestellten Hallo sagen, Mustafa mal Hallo sagen. Dann kannst du den Gästen mal, den Männern, kannst du mal einen Check geben oder sowas, wenn du willst, kannst du dich mal vorstellen. Und dann siehst du von Weitem erstmal die Frauen. Und bevor du mit denen Sex machst, kannst du in Ruhe erstmal duschen zum Beispiel, dich sauber machen. Dann kannst du in Ruhe erstmal was essen. Da ist ein Buffet. Ja? Du musst nicht gleich losgehen oder hast jetzt nur eine halbe Stunde oder so, wo du dann sofort mit dir Sex machen musst und dann musst du zum Orgasmus. Das ist doch scheiße. In der Wohnung hast du, in dieser Erlebniswohnung, kannst du das mal ganz in Ruhe machen. Du kannst vom Weiten mit den Frauen da gucken. So, und dann gibt es dann drei Räume mit schönen Betten, wo alles sauber und ordentlich ist. Dann ist mal einer rum, der sauber und alles ordentlich macht, hygienisch. Und dann sind wunderschöne Frauen da. Wunderschöne, nette Frauen. Und dann gehst du da langsam hin und tastest dich langsam ran und dort wird dann gemütlich Gruppensex gemacht. Einer nach dem anderen wird befriedigt. Das heißt, also, das klingt jetzt alles ein bisschen bescheuert, aber es ist wirklich so, die Frauen sind dort nett, man kann sich dort vorstellen und dann, wenn es passt, wenn die Stimmung passt, wenn die alle nett zueinander sind, dann machen Männer und Frauen dort gemeinsam Sex. Man kann miteinander sprechen, die Vorlieben voneinander, was, welche Stellung gerne und streicheln und kuscheln. Und da ist nicht nur einfach dieses Ficken, ich bezahle und kriege Sex, völlig unromantisch. Nein, in der Erlebniswohnung ist es ein Erlebnis. Mit allem drum und dran. Da entwickeln sich Freundschaften, nette Gespräche. Du kannst mit den Frauen mal sagen, ich mag gerne Ditte oder ich habe auf Ditte Lust beim Sex. Die machen das denn vielleicht, wenn du Glück hast, wenn die gute Laune haben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn du als Mann in Berlin Lust auf Sex hast und du hast gar keinen Bock, irgendwie in eine Disco zu gehen oder irgendjemanden abzuschleppen, eine Frau, oder teuer Eintritt zu bezahlen und Getränke auszugeben. Nee, du kannst doch direkt abends zum Beispiel in die Erlebniswohnung für 50 Euro. Ich gebe zu, ich war auch ganz oft da. Ich war ganz oft in der Sexwohnung. Du zahlst abends, glaube ich, 20 Uhr, zahlst du 50 Euro. Und du kannst so 3 Stunden dann dort bleiben. Essen, trinken, dann wurde sogar noch Champions League übertragen, Fußball übertragen, ich konnte Fußball gucken, Sex haben mit einer wunderschönen Frau, die glaub, 1, 2 oder 3 Mal bin ich zum Orgasmus gekommen. 3 Mal zum Orgasmus. Ja, mit 3 verschiedenen Frauen an einem Abend. Hatte Essen, lecker Essen, Getränke, Sauna, Duschen, Litron für 50 Euro. Versteht ihr, meine Karte, den super. Und der Mustafa, der Chef, hat mir noch persönlich gesagt, wie geht's dir? Und noch mit mir gequatscht. Und wir halten immer noch Kontakt. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, auch wenn das jetzt ein brandgefährliches Thema ist. Und ich auch mit Change Show und ich bin Erzieher und habe mit Kindern gearbeitet. Deswegen gehe ich jetzt zurück an die Öffentlichkeit. Aber ich sage das, warum? Weil die Wahrheit ist doch aber eigentlich, was wir Männer wollen, ist Sex mit jungen Frauen. Das wollen wir doch. Und ich meine, wenn ich da nicht in die Öffentlichkeit gehe und das sage, dann weiß ich, traut sich ja keiner darüber zu reden. Deswegen sage ich das jetzt so. Wenn man das möchte, kann man ganz einfach, ganz legal, ganz offiziell in die Erlebniswohnung gehen. Ich empfehle das, ich war da. Ja? Weil, ist ja so, bevor die Männer das heimlich machen und dann Ärger kriegen von ihren Frauen oder dann geht wieder in die Öffentlichkeit und dann wird man denunziert oder so. Warum denn? Was ist denn nun dabei? Was ist denn dabei?
wenn die Frauen das wollen, wenn die dort arbeiten wollen, freiwillig in der Sexwohnung und sie das Geld wollen, weil sie damit gutes Geld machen und sie Sex gerne mögen und das alles freiwillig und die dabei Spaß sogar noch haben, die Frauen haben sogar Spaß dabei, dann ist doch das alles wunderbar. Ja, das ist das Optimum. Das ist Freedom. Freedom für die Frauen, Freedom für die Männer. Ja, jeder kann das so machen, wie er das möchte. Und wenn die Frauen doch keine Lust haben auf Sex oder doch keine Lust haben auf Sex mit dem Mann, dann sagen sie einfach, nein, ich möchte keinen Sex mit dir. Dann sagen sie Stopp. Und dann machen die Männer in der Sexwohnung Stopp. Da gibt es Securities, Sicherheitskräfte und alle passen auf. So, deswegen meine Empfehlung für alle, auch wenn ihr euch nicht traut, auch wenn das so Gangbang-Sex ist und Gruppensex und so, ihr das noch nie gemacht habt, probiert es mal aus. Fragt Mustafa mal an, wenn ihr, könnt ihr euch das mal angucken, könnt ihr mal einen Tag reinschnuppern, gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht fragt doch mal nach. Ja, das kommt immer darauf an, auf den individuellen Charakter, wie ihr euch benimmt und wie ihr euch gebt. Und dann entscheidet der Chef Mustafa, ob das klar ist oder nicht. Ja, das ist meine Meinung. Ein Video öffentlich bei Facebook über die Erlebniswohnung. Ja, und wie gesagt, wenn jetzt wieder irgendwelche nervigen Nachrichten kommen oder nervige Nachrichten an Marina, lasst es sein. Ich kann hier meine Meinung sagen. Ihr braucht nicht uns schlechte Stimmung machen oder mich nerven, weil ich lösche alle Nachrichten oder alle nervigen Kommentare. Ja, wer nicht meiner Meinung ist, kann das für sich behalten. Ist mir scheißegal. Warum interessiert mich nicht? Wer meiner Meinung ist oder das interessant findet oder mit mir darüber diskutieren will, vernünftig, konstruktiv, gerne. Aber eine nervige Nachricht, Norman, du bist ein Arschloch, weil du zu Prostituten gehst, löschig. Interessiert mich nicht. Norminator, Ende.